Jetzt kommt was aus Stuttgart. Die Freude an der Kunst während der langen Nacht der Museen wurde in München erheblich befördert durch die Oldtimer, die in dieser Nacht Gäste zwischen dem Deutschen Museum und dem Verkehrszentrum mitnahmen. Zum 10. Jubiläum des Rollenden Museums München nahmen rund 90 Fahrzeuge mit einem Mindestalter von 30 Jahren insgesamt rund 3200 Passagiere auf eine Zeitreise und brachten ihnen so automobiles Kulturgut näher. 2018 wurde das 10. Rollende Museum München eröffnet durch Professor Heckel, Generaldirektor des Deutschen Museums, der die erste Runde im BMW 326 von BMW Classic mitfuhr. Ein ganz besonderes Erlebnis war die Tour in einem der Vorkriegsfahrzeuge, wie beispielsweise einem höchst seltenen Audi 920 Cabriolet, Baujahr 1939. Ältestes Fahrzeug im Teilnehmerfeld war ein bildschöner Alvis TJ-12-60 Foto Open Tourer aus dem Jahr 1928. Der Wagen hat 215 PS an der Barockende. Bevor die Oldtimer in die Nacht ausschwärmten, wurden einige der Fahrzeuge noch von der Jury des Children's Choice Awards begutachtet. Kinder im Alter von 4 bis 13 Jahren durften sich für diese von Classics for Charity e.V. ins Leben gerufene Nachwuchsförderung bewerben und suchten aus einigen ausgewählten Klassikern ihren Best-of-Show aus. Die Besitzer der Oldtimer hatten viel Freude, den Kindern die Fahrzeuge bis ins kleinste Detail zu erklären. Die Wahl der jungen Jury fiel auf den DMC DeLorean. Den zweiten Platz belegte der Bentley Mark IV und der dritte Platz fiel auf den roten MGTD Roadster. Zu erzählen hatten die Besitzer der historischen Automobile viel, während der Fahrt vom größten technischen Museum der Welt zum neuen Verkehrszentrum auf der Theresienhöhe. Vom legendären, aus dem Comic bekannten Hudson Hornet musste man an dieser Nacht auch nicht träumen. Man durfte sogar einsteigen und Platz nehmen. Im Messerschmitt-Kabinenroller erfährt man München aus einer völlig neuen Perspektive. Die breite Palette der Oldtimer zeigte sich auch in den riesigen Feuerwehren. Auch ein bisschen barocker, allerdings konnte der richtig was. Es war seinerzeit 1964. Da fährt sonst nur die Queen mit. So, hier geht's so schnell. Der Andrang beim Rollenden Museum war groß. Die Warteschlange nahm bis zum Ende der Veranstaltung keinen Abriss. Für viele Gäste, die im Oldtimer mitfahren durften, war es überhaupt der erste Kontakt mit einem historischen Fahrzeug. Getragen wird dieser Event durch das Engagement jedes einzelnen Oldtimer-Besitzers, der ehrenamtlich hier an den Start ging. Unterstützt wird das Bestreben, historische Fahrzeuge ins Kulturwelterbe der UNESCO aufzunehmen. Yeah.